Als sie schon fast einen ganzen Tag so dahingekrabbelt war, begegnete sie einer Heuschrecke. Schreck, sagte die Heuschrecke. Wer bist denn du? Ich bin Tranquilla Trampeltreu, antwortete die Schildkröte. Und ich gehe zur Hochzeit unseres großen Königs Leo des 28. Oh Schreck, sagte die Heuschrecke noch einmal. Das ist ein weiter Weg, ein sehr weiter Weg. Selbst für mich wäre es zu weit. Aber du mit deinen kurzen Beinchen, wie willst du je dorthin kommen? Schritt. Für Schritt, antwortete Tranquilla freundlich. Ich gebe dir einen guten Rat, sagte die Heuschrecke. Gib's auf und geh heim. Das geht leider nicht, antwortete die Schildkröte. Mein Entschluss steht fest. Aber die Hochzeit wird doch schon in 14 Tagen gefeiert, rief die Heuschrecke. Nie wirst du das schaffen, nie! Ich werde schon rechtzeitig da sein, antwortete die Schildkröte. Wohl kaum, zirpte die Heuschrecke ärgerlich. Außerdem läufst du nämlich auch noch genau in die verkehrte Richtung. Oh, sagte Tranquilla. Vielen Dank für den Hinweis. Sie drehte sich umständlich in die entgegengesetzte Richtung. Erster Fuß. Zweiter Fuß. Dritter Fuß. Vierter Fuß. Und krabbelte wieder los. Oh, Schreck! Schrie die Heuschrecke und entschwand mit einem Sprung in die Luft.